Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und es freut mich, dass ich Sie auch heute durch unser Wochenmagazin begleiten darf. Am vergangenen Wochenende öffnete das Gut Bozenau seine Pforten für alle Tierfreunde und wir waren mit dabei. In einem wunderschönen Talkessel von Dorn, wie in einem Paradies an der Bregenzer Ach gelegen, liegt das Gut Bozenau, eine Oase umgeben von Wald, Blumen und Wiesen. Die Zeit, die scheint hier stillzustehen. Über 100 Nutztiere haben hier aber ein neues Zuhause auf einem Bauernhof gefunden und dürfen in artgerechter Haltung einen Lebensabend in Würde führen. Eine große Aufgabe für den Verein Tierhilfe Vorarlberg, denn es braucht täglich ein großes Engagement, um die Arbeiten am Hof zu verrichten. Eine Generalsanierung und die bauliche Erweiterung waren der Grund, um Freunde, Mithelfer und alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür einzuladen. Das Wetter war traumhaft schön und deshalb folgten auch zahlreiche Tierfreunde der Einladung. Unter den Gästen war auch der Obmann des österreichischen Tierschutzvereines, der sich ebenfalls ein Bild vor Ort machen wollte. Ja, den österreichischen Tierschutzverein gibt es schon seit 1890, ist in ganz Österreich tätig. Wir betreiben unsere sogenannten Assisi-Höfe, wo wir gerettete Tiere aufnehmen. Und so haben wir vor ein paar Jahren auch hier diesen Hof unterstützt, als er übersiedeln musste und hier neu aufbauen musste. Es ist sehr schön und es ist sicher noch einigermaßen ausbaufähig. Ein Ziel von uns wäre, dass wir uns auflösen können, weil es keinen Tierschutzverein mehr braucht. Die Feier begann dann mit der offiziellen Begrüßung. Rudi Längle als Obmann des Vereins Tierhilfe Vorarlberg übernahm die ersten Worte. Er betonte, dass aus einer Privatinitiative der zweitgrößte Tierschutzverein Vorarlbergs gewachsen ist. Mit dem Gut Bozenau ist ein Begegnungszentrum für Mensch und Tier entstanden, das sich aber natürlich noch entwickeln darf. Von Seiten der Vorarlberger Landesregierung war Landesrat Erich Schwärzler vor Ort. Auch er zeigte sich begeistert von der Initiative in Dorn. Das Gut Bozenau hat man in einer herrlichen Landschaft, eingebettet in der Natur, gut entwickelt. Hier erleben wir so diese Beziehung Mensch, Natur, Tiere auf Du und Du. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich. Wie ist der Umgang mit den Tieren? Hier gibt man auch Kindern die Möglichkeit, Tiere vor Ort zu erleben, nicht nur im Bilderbuch, sondern auch vor Ort zu erleben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, um dadurch auch diese Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Tier auch in den Vordergrund zu rücken. Was Gut Bozenau braucht, ist sicher viele Menschen, die das mit unterstützen, was auch mitgetragen wird. Dann kam es zur Segnung der Stallungen. Pfarrer Kaspar Hammerer sprach konkret die Beziehung zu den Tieren an. Leitstute Linda ließ sich dies nicht zweimal sagen und überprüfte alles sehr genau. Nachdem die offizielle Begrüßung und Segnung dann abgeschlossen war, durften die Stallungen und das Gelände besichtigt werden. Für die Besucher ein absolutes Highlight, die Tiere aus nächster Nähe zu betrachten und das tägliche Leben am Bauernhof mitzuerleben. Vielen Dank für das tolle Echo. Die Tierfreunde haben sich eingestellt. Und uns war wichtig, dass man ihnen zeigt, was ist bisher geschehen. Und jeder sieht, dass aus diesem Einotterhunger ein ganz tolles Paradies wird. Wir sind noch nicht am Ende, aber jetzt haben wir einen ganz großen Teil präsentieren können. Und wir hoffen, dass uns die Fans treu blieben. Und es wird sicher bis in 2-3 Jahren wird alles komplett fertig sein. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Man wird halt nicht jünger. Und ist natürlich mit jedem Stück, was man weiter herbringt, ist man froh und freut sich auf den Normalbetrieb, ausschließlich Normalbetrieb, wenn der dann möglich ist. Bei gemütlichem Beisammensein ließ man den Tag dann gebührend ausklingen. Auch viele fleißige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer feierten den besonderen Anlass. Gut Bozenau ist uns ein Anliegen, das wir sehr von Herzen unterstützen, ideell und auch finanziell. Das ist ein ganz großes Anliegen von uns, und zwar, dass von der Jugend auf, von den Kindern auf schon Tierschutz in die Menschen hineingepflanzt wird. Die alten Leute, die sind schon vom Tierschutz begeistert, aber die Jugend sollte mehr dazu bewogen werden.
Ein ganz besonderer Tag am Gut Bozenau in Dorn neigte sich dann dem Ende zu. Die Arbeit mit den Tieren wird aber auch in Zukunft mit viel Herzblut weitergeführt. Alle Informationen zum Verein Tierhilfe Vorarlberg und dem Gut Bozenau in Dorn findet man unter www.gutsbozenau.at. Also wir wünschen dem Rudi Längle auf dem Bozenau ganz viel Glück im Tierhof und dem ganzen Team also viel Erfolg und dass er viel Spenden einkommen. Das wünschen wir ganz von ganzem Herzen und alles gut und einfach viel Erfolg. Und also die Tiere sind auch, glaube ich, ganz glücklich und sehr gut aufgehoben. Der Verein Tierhilfe Vorarlberg, Gut Bozenau, in Dorn-Bozenau an der Bregenzer Aare steht als Heimat für Tiere, die durch Krankheit oder Tod der Besitzer in Not geraten, beziehungsweise niemand mehr da ist, der sie versorgen kann. Tiere haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Tiere sind keine Gegenstände, sondern Lebewesen. Spenden gerne an das Konto Nummer 47670 bei der Raiffeisenbank Hittisau 37435. Jahre Expert Janets. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Abartig gut. Die Scheibenfolien bei Joe Kleber Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. Nach den Firi-Fachgesprächen fand vergangene Woche die feierliche Übergabe der Zertifikate im Casino in Bregenz statt. Einige Eindrücke davon gibt es jetzt. Finanz- und Risikomanagement werden immer wichtigere Themen. Sich im Bank- und Versicherungswesen gut auszukennen, bringt einem nicht nur beruflich etwas, auch im privaten Bereich ist es auf jeden Fall von Vorteil, hier gut Bescheid zu wissen. Die Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Vorarlberg hat genau aus diesem Grund FIRI ins Leben gerufen. FIRI ist eine Spezialisierung an den Handelsakademien, das fundiertes Wissen aus dem Bank- und Versicherungswesen vermittelt. Mittlerweile hat sich FIRI auch in anderen Bundesländern durchgesetzt, die Organisation geht aber immer noch über Vorarlberg. Für die Schüler der Handelsakademien ist FIRI eine Art freiwilliger Ausbildungsschwerpunkt, der aber gerne in Anspruch genommen wird. Die Prüfungen fanden in diesem Jahr im WIFI in Dornbirn statt.
Ja, wir von den Banken und von den Versicherungen haben natürlich ein Interesse, dass die jungen Menschen sich beschäftigen mit dem Thema Finanzen und mit dem Thema Risiko. Und wir freuen uns, wenn junge Leute diese Ausbildung machen. Unser kleiner Beitrag besteht unter anderem darin, dass wir uns als Prüfer zur Verfügung stellen. Außerdem habe ich natürlich ein persönliches Interesse. Ich möchte als Personalist auch wissen, was die jungen Menschen können, wenn sie sich bei uns bewerben, dass ich weiß, wo ich sie abholen muss als Personaler und wo wir mit der Ausbildung bei ihnen aufsetzen können. Junge Menschen, die die Firi-Ausbildung gemacht haben und sich dann auf einer Bank oder Versicherung bewerben, die wissen schon viel mehr, worauf sie sich einlassen. Die haben das Thema schon kennengelernt und da können wir von den Unternehmen auch sicher sein, dass wir die richtigen Leute bekommen. Ein wichtiger Punkt bei der Firi-Ausbildung ist der Praxisbezug. Mit abgestimmten Lehrunterlagen, Praxisseminaren, Fachreferaten und Ferialjobs bekommen die Schüler einen perfekten Einblick in die Welt der Banken und Versicherungen. Bei den Abschlussprüfungen konnten sie dann ihr Wissen unter Beweis stellen. Vertreter aus der Wirtschaft und den Schulen prüften die Jugendlichen. Ich wollte mich weiterbilden in den wichtigen Themen, eben Banken und Versicherungen. Dadurch dieses Zertifikat wird man natürlich auch attraktiver für die Banken und Versicherungen, falls man in dieser Branche weiterarbeiten will. Nachdem dann alle Schüler ihre Prüfung abgelegt hatten und die Noten feststanden, ging es gut eine Woche später zum feierlichen Rahmen über. Im Casino-Restaurant Falstaff in Bregenz wurden die Firi-Zertifikate an die Schüler verliehen. Zahlreiche Gäste aus den Bereichen Bank und Versicherung, Direktoren der Handelsakademien, Lehrer und natürlich die Schüler fanden sich bei traumhaftem Wetter in Bregenz ein. Nach einer kurzen Begrüßungsrede von Casino-Direktor Bernhard Moosbrucker übernahm dann Spartenobmann Wilfried Hopfner die ehrenvolle Aufgabe, den 63 Schülern, welche den Kurs erfolgreich abgeschlossen hatten, die Zertifikate zu überreichen. 10 Schülerinnen und Schüler schlossen mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Wir sind in der Vorreiterrolle. Seit vielen, vielen Jahren haben wir Firi bei uns in den Handelsakademien umgesetzt. Und nicht alles, aber viel, was gut ist, findet dann den Weg über den Alberg. Und wir sind sehr stolz und froh darüber, dass inzwischen in 6 Bundesländern Firi auch immer mehr zum Standard in den Ausbildungen wird. Und was absehbar ist, und das freut mich besonders, dass die Firi-Ausbildung Teil der schulischen Ausbildung in den Handelsakademien werden soll und im Lehrplan Niederschlag finden soll. Und ich freue mich riesig und bedanke mich an der Stelle gerne auch bei der Cornelia Linz, dem Herz von Firi in Vorarlberg, und bei Michael Ammann, der damals die Idee hatte. Ja, ich glaube, also mit dem Aufwand, den Sie betreiben müssen, weil es doch sehr umfangreich ist, wenn man jetzt gerade überlegt, die Unterlagen, die in den Schulen verwendet werden, sind ja analog am Versicherungskaufmann, also am Lehrabschluss. Vom Fachlichen ist es zwar ein bisschen eingeschränkt, aber es ist sehr viel von dort drinnen. Also da haben sie über das, ich sage jetzt über die 3 Jahre, natürlich Bank Plus Versicherung, einen sehr großen Stoff. Und man sieht bei den Prüfungen, dass sie sich doch größtenteils sehr damit beschäftigen. Und da kann ich nur sagen, Kompliment, was die jungen Maturanten, sage ich jetzt, da lernen und machen. Neben dem großen Engagement der Wirtschaftskammer spielt natürlich auch die gute Zusammenarbeit mit den Handelsakademien eine große Rolle. Speziell in den Handelsakademien ist die Kernkompetenz der Absolventen, also der Maturantinnen und Maturanten, abgestellt auf deren kaufmännische Kompetenz. Und da schlägt natürlich Firi mit den Lehrinhalten völlig ein. Die gute Seele hinter Firi, Cornelia Linz von der Wirtschaftskammer Vorarlberg, bringt in das Projekt viel Freude und Herzblut mit ein, auch wenn die Arbeit natürlich immer mehr wird. Ja, das Firi ist inzwischen schon 8 bzw. 9 Jahre alt, im Herbst eigentlich 9 fast schon, wenn man nach den Schuljahren rechnet. Und damals war der Hintergrund, nachdem die Banken die Hauptarbeitgeber der Hack-Absolventen sind, dass und man erkannt hat, dass der Lehrplan in Handelsakademien Bankenstoff und auch vor allem bis Versicherungsstoff nur sehr marginal beinhaltet, dass man einen eigenen Ausbildungsschwerpunkt kreiert, wo die Schüler, die besonderes Interesse daran haben, in diese Branchen zu gehen, noch intensiver darauf vorbereitet werden und einen leichteren Einstieg haben dann in das eigentliche Berufsleben. Alles in allem war Firi auch heuer wieder ein voller Erfolg. Zahlreiche Schüler entschlossen sich zur Teilnahme und haben somit die Chancen auf einen guten Arbeitsplatz sicherlich erhöht. Mit einem Vortrag vom Sicherheitsverantwortlichen des Casino Bregenz ließ man den schönen Abend dann noch feierlich ausklingen. Die
Initiative Sichere Gemeinden bietet das ganze Jahr über spannende und interessante Projekte und Aktionen an. Der Tote Winkel stand im Mittelpunkt der letzten Aktion in Dornbirn und die Schüler waren sichtlich begeistert. Sicherheit auf den Straßen ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Für vieles ist man natürlich selbst verantwortlich. Wie verhalte ich mich als Fußgänger oder Radfahrer im Straßenverkehr? Wie mache ich richtig auf mich aufmerksam? Alles Fragen, die die Initiative Sichere Gemeinden beantworten möchte. Übers ganze Jahr werden verschiedenste Angebote zur Prävention angeboten. Begonnen wird hier bereits bei den Kleinsten. Zwei Klassen der Volksschule Markt in Dornbirn trafen sich beim Vorplatz der Inatura, um alles zum Thema toter Winkel zu erlernen. Erster Punkt war, wo es denn überall einen toten Winkel gibt. Ein Feuerwehrauto stand bereit und die Schüler bekamen die Aufgabe, sich beim Auto zu postieren. Schnell merkten die Jungs und Mädels selbst, wo man zu sehen ist und wo nicht. Mit dem toten Winkel ist halt wichtig, dass die Kinder wissen, wo der tote Winkel ist. Also bei so einem großen Auto, dass sie die vier Stellen halt wissen, dass es vorn, hinten und an beiden Seiten einen toten Winkel gibt. Und dass sie dann eben auch erkennen, dass es auch auf die Größe ankommt, also von sich selber und von dem Lkw-Fahrer, wie groß der tote Winkel dann halt auch ist und wo er anfängt auf allem. Weil das unterschätzen viele Kinder und wissen das einfach nicht. Und darum geht es uns einfach, den Kindern klarzumachen, wo er anfängt und wo er aufhört und warum das so wichtig ist halt. Das zum Wissen, wie man vor und hinter dem Lkw über die Straße geht und wie man vielleicht sich als Fahrradfahrer verhält, wenn man neben einem Lkw fährt. Ja, weil viele Schüler halt auch ja schon im Schulalter oder im Kindergarten alleinig zum Kindergarten gehen und vielleicht auch in so eine Situation halt kommen, wo sie vielleicht nicht wissen, wie sie es machen sollen, wenn kein Größerer oder kein Erwachsener halt dabei ist. Ja, weil vor vielen Schulen oder Kindergärten ist halt einfach ein Zebrastreifen, wo der Bus hält. Und da wäre es halt wichtig, wenn die das halt auch wissen. Ein Highlight für die Kinder war natürlich das Feuerwehrauto. Jeder durfte auch einmal hinterm Steuer Platz nehmen. Hier wurde gezeigt, wo sich links und rechts vom Auto der tote Winkel befindet. Schnell wurde klar, dass es auch auf die Größe der einzelnen Personen ankommt. Ganz wichtig ist auch, wie man die Straße zum Beispiel nach dem Aussteigen aus dem Schulbus richtig überquert. Hier lauern einige Gefahren, auf die man achten muss. Mit praktischen Übungen bekamen die Schüler alle Informationen, die zu beachten sind. Mit viel Spaß waren die Kinder der Volksschule Markt bei der Sache und die wichtigsten Punkte wurden gut in den Köpfen verankert. Wir haben gelernt, wo der tote Winkel ist und das Tollste war, wie wir im Feuerwehrauto gesessen sind und dann immer in den Spiegel gesehen haben und dann hat man immer selber gesehen, wo den toten Winkel hat und wie groß er ist und es war unterschiedlich, weil die anderen sind groß und die anderen klein und wenn zum Beispiel der Fahrradfahrer auch groß ist und der Busfahrer, dann sieht man natürlich besser, weil er größer ist. Wir haben gesehen, ob der Fahrer den Fahrradfahrer oder den Fußgänger sehen kann, wenn er in den Spiegel schaut, Rückspiegel, als man im Feuerwehrauto sitzen kann, durfte. Das war sehr gut, das war sehr witzig. Wir haben über den toten Winkel gelernt und am besten ist gsi, wo wir in den Feuerwehrwagen reingegangen dürfen sind. Und wo wir im Spiel geschaut haben, wo der tote Winkel zu Ende ist und wo er anfängt. Der tote Winkel ist also ein absolut wichtiges Thema, natürlich aber nicht nur für die Kleinen, auch jeder Erwachsene sollte hier Bescheid wissen. Alle Infos zu weiteren Kursen gibt's auf www.sicheregemeinden.at. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Der Direktvertrieb lässt sich sehr gut mit Familie und Kindern vereinbaren, weil ich meine Aktivitäten komplett flexibel planen und durchführen kann und dafür noch leistungsgerecht bezahlt werde. Ich wüsste nicht, wo dies sonst möglich ist.
Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg Sparte Handel hat den Junior Sales Champion 2013 gekürt. Einige Eindrücke davon gibt es jetzt. Verkaufstalent war am 10. Juni in der Wirtschaft in Dornbirn gefragt. Zum 19. Mal veranstaltete die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg gemeinsam mit den kaufmännischen Berufsschulen den Verkaufstechnikwettbewerb Junior Sales Champion. Persönlichkeit, Warenkenntnis und die Begeisterung für den Verkauf. Alles Grundlagen, die für erfolgreiche Verkäuferinnen und Verkäufer sehr wichtig sind. Und genau diese Punkte waren auch für den Junior Sales Champion ausschlaggebend. Zwei Schüler jeder Berufsschule hatten sich in den Vorausscheidungen auf Schulebene für das Finale qualifiziert und stellten sich im spannenden Verkaufsgespräch einer fachkundigen Jury aus Lehrern, Lehrabschlussprüfern und Vertretern der Wirtschaftskammer. Ja, diesen Wettbewerb gibt es jetzt seit 19 Jahren, sage und schreibe. Wenn das so lange läuft, muss es so etwas Gutes sein, weil sonst solche Dinge eigentlich relativ schnell aufhören. Nein, wir haben heuer den 19. Wettbewerb und der ist entstanden aus der Idee heraus, dass der Verkäufer, die Verkäuferin ein professioneller Kundenberater sein soll. Und bei der Entstehung sind eigentlich die Soft Skills weniger noch in der Berufsschule verankert gewesen. Dann haben wir diesen Wettbewerb aus der Taufe gehoben, der über die Schule mit Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer läuft. Und so haben wir dort eigentlich diese Soft Skills, diese Verkaufsberaten, Gesprächstechnik und so weiter auch in den Unterricht integrieren können. Und nachdem wir Schule und Wirtschaft dual schaffen, haben wir da eine tolle Brücke, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Das Verkaufen kann auf jeden Fall als Wissenschaft bezeichnet werden. Das Ziel, jeden Kunden zufriedenzustellen, steht im Vordergrund. Gut abzuschließen gehört aber genauso mit dazu. Vieles gilt es hier zu beachten. Ich glaube, es sind drei Schwerpunkte. Einmal die emotionale Ebene, dass man den Kunden sehr schnell gewinnen kann für sich und fürs Produkt. Dann natürlich auch die Struktur des Verkaufsgesprächs vom Anfang bis zum Schluss. Und ich denke auch eine sehr gute Kenntnis über die Produkte, die man verkauft oder die Dienstleistung und natürlich damit verbundene sehr gute Argumentation. Damit kann man Kunden gewinnen. Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann für die 8 Kandidatinnen und Kandidaten ans Eingemachte. Die Aufgabe war für jeden gleich, sein Produkt in 10 Minuten dem Testkäufer so gut als möglich zu verkaufen. Eine weitere Herausforderung war dann immer noch ein zweiter Kunde, der zum einen Englisch sprach, zum anderen auch recht lästig war. Hallo, Sir. One moment. Ja, sonst schlafen wir das. Die Produkte waren sehr unterschiedlich. Die erste Kandidatin verkaufte Hängeleuchten. Weiter ging es dann mit Navigationsgeräten, Snowboards, Mittel gegen Läuse und zur Beruhigung und Konzentrationsstärkung, Herrenhemden, Damenarmbanduhren und zum Schluss Kinderwagen. Die Testkäufer machten es den Kandidaten nicht immer einfach, die Ruhe zu bewahren. Jeder Einzelne meisterte die Aufgabe aber gut und zum Schluss hieß es immer verkauft. Die praxisnahe Ausbildung spielt auch im Handel eine große Rolle. Die Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den einzelnen Berufsschulen funktioniert hier ausgezeichnet. Talente haben heute bewiesen, dass Verkaufen dieser Lehrberuf, dieser in Vorarlberg überhaupt beliebteste Lehrberuf, Einzelhandel, wirklich, ich sage jetzt einmal, vorzeigemäßig auf der Bühne gezeigt hat, was Verkaufen bedeutet. Die Partnerschaft ist also insofern eines der wichtigsten Dinge. Ich sage immer das Symbol der Kluppe. Ein kollektives Abenteuer und ich zeige jetzt euch einmal dieses eine Teil von der Kluppe. Es ist also sozusagen nichts wert, wenn es alleine da ist. Wenn man den zweiten Teil hernimmt, ist auch noch nichts wert. Aber wenn man die Spannung, den Spannungsbogen zwischen Ausbildungsbetrieb und Lehrbetrieb hernimmt, dann wird die Ausbildung wirklich hochspannend und funktioniert. Und das ist ein funktionierendes System, wenn man anhand der Kluppe das zeigen will.
Die Jury setzte sich dann zusammen und besprach kurz die einzelnen Verkaufsgespräche. Dann wurde es spannend. Die Sieger standen fest und wurden verkündet. Es gab 5 Viertplatzierte, die jeweils 100 Euro als Preis abstaubten. Die Stockerplätze wurden dann einzeln verkündet. Den 3. Platz sicherte sich Katja Führer von der Landesberufsschule Bludenz. Sie arbeitet bei Dalos in Bürs und verkaufte Damenarmbanduhren. Den 2. Platz holte sich Marco Esposito aus Feldkirch. Er arbeitet bei Sayers in Feldkirch und war für die Snowboards zuständig. Somit stand dann die Siegerin des Abends fest. Rebecca Dobler von der Landesberufsschule 2 in Dornbirn darf sich Junior Sales Champion 2013 nennen. Sie ist angehende pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und macht ihre Ausbildung in der St. Jakob Apotheke in Bludesch. Also ich war total nervös davor und der Wettkampf selber ist, sobald ich auf der Bühne war, war einfach alles weg. Konzentration voll auf den Kunde und alles rundherum probieren, ausblenden. Und wenn jemand lacht, okay, mal lachen, aber einfach abschalten. Also ich will jetzt einmal nach Salzburg fahren und schaue, dass ich dort einfach mal mitmache. Ich sage, dabei sein ist alles zu tun. Und ja, der Preis ist natürlich wirklich toll und ich will schauen, dass ich dort einfach was mit meiner Freundin mache, mit meiner Familie, schauen, dass ich wirklich mehrere Leute auch teilhaben lasse an meinem Preis. Mit musikalischer Unterhaltung von Lou Runs the Bases und Verpflegung der Wirtschaft nahm der Abend dann seinen Lauf. Rebecca Dobler und Marco Esposito vertreten Vorarlberg im Oktober dann beim Bundesfinale vom Junior Sales Champion. Die 90 Jahre VfB Hohenems wird am 21. und 22. Juni im Elsa-Jahn-Ried-Stadion gefeiert. Am Freitag ab 18.30 Uhr zunächst das Testspiel des VfB gegen den SC Altach, anschließend Musik mit DJ Dieter Ecker. Am Samstag ab 14 Uhr das Ortsvereine-Fußballturnier, dann die Verlosung vom 16er Feldlotto und am Abend Live-Musik mit Bruce Cradle. WAMCO ganz im Zeichen des Ruhmes. Die West Austrian Musical Company wartet auch in diesem Jahr wieder mit einem fulminanten Stück auf. 2013 wird das mehrfach ausgezeichnete Musical Fame aufgeführt. Das Motto heißt auf jeden Fall, die Bühne wird beben. Fame wird an 3 Terminen in der Kulturbühne am Bach in Götzis aufgeführt. Die WAMCO und natürlich die gut 40 Jugendlichen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen. Alle Infos gibt's auf www.wamco.at. Großes Eröffnungswochenende am Garmarkt in Götzis. Vom 20. bis 22. Juni wird die Eröffnung des ersten Müller Drogeriemarkts in Vorarlberg und der Flachs Event Gastronomie gefeiert. Es gibt attraktive Eröffnungsangebote in über 20 Shops und Restaurants, Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, die gratis Anreise mit Bus und Bahn und kostenloses Parken in der erweiterten Tiefgarage. Das große Eröffnungswochenende am Garmarkt in Götzis von Donnerstag 20. bis Samstag 22. Juni. Sieben Jahre wie die Jausenstation zur Haltestelle Bahnhöfle Sulzrötis, das muss gefeiert werden. Vidi und sein Team laden am 23. Juni ab 10.30 Uhr zum Jubiläumsfrühshoppen. Das Top-Ländle-Trio Usgsteckt sorgt für tolle Stimmung und die Grillmeister werden die Gäste verwöhnen. Sieben Jahre Vidis Jausenstation am 23. Juni ab 10.30 Uhr beim Bahnhöfle Sulzrötis. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Beitrag aus dem Montafon. Unsere Kollegen von Montafon TV waren beim Sommerkarneval in Ganschir mit dabei. Im Rahmen von einer Festmitnahme fand Anfang Juni 2013 der erste Montafoner Sommerkarneval in Ganschir statt. Rund 2000 Schaulustige versammelten sich entlang der Strecke vom Hosensee bis zum Festzelt, um auch einmal bei angenehmen Temperaturen dem lustigen Faschingstreiben zuzuschauen. Die Montafoner Faschings- und Funkenzünfte legten sich so richtig ins Zeug und zogen über 30 Wagen unterschiedlichster Größe und Bauart nach Ganschir. Der Organisator war dank dem traumhaften Wetter und der tollen Stimmung schon vorab rundum zufrieden. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben. Wirklich ein schöner Sommertag. Die Leute sind tiptop motiviert. Wir haben mittlerweile fast 40 Gruppen, was da mitgehen. Wird sicher eine super Sache. Anschließend gönnte sich passend zur Verkleidung der Ganschirer mit Spiu kennen eine Abkühlung im Wagenpool.
Angefangen von den ortsansässigen Vereinen über die unterschiedlichsten Guckermusikgruppen bis hin zur Volksschule war alles mit dabei. Also wir sind Kindergarten und Volksschule Gantschir und wir haben gern mitgemacht, weil einfach das etwas ganz Besonderes ist, dass wir endlich einmal einen Sommerkarneval nach Gantschir bringen. Nicht nur den Kindern machte der erste Montafoner Sommerkarneval richtig Spaß. Ich liebe das ganze Jahr Fasching. Immer Vollgas. Das große Finale fand im Festzelt statt, bei dem es dann noch einmal so richtig zur Sache ging. Man darf gespannt sein, ob der Montafoner Sommerkarneval zu einer Tradition wird. Spaß hat's auf jeden Fall gemacht. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lände TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. In dieser Woche mit drei Partien aus zwei verschiedenen Ligen. Starten werden wir in der Vorarlbergliga. Dort war der Aufsteiger FC Höchst zu Gast beim FC Netzing. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Letzter Spieltag der Vorarlbergliga-Saison 2012-2013. In Nenzing kam es dabei zum Duell zwischen dem FC Nenzing und dem FC Höchst. Die Gäste standen ja bereits vorzeitig als Meister fest und dementsprechend locker legten die in Gelb spielenden Unterländer auch los. Der Freistoß von Kara Hasanovic streifte aber nur die Querlatte. Höchst weiter aktiver, in dieser Szene tankte sich keiner durch, Koba im Nenzinger Tor hielt aber sicher. Knapp 11 Minuten waren gespielt, da griffen die Höchste erneut über die linke Seite an. Kana mit dem Pass in den Strafraum, Nenning war da, drehte sich kurz und zog ab, die Kugel leicht abgefälscht und der FC Höchst führte mit 1:0. Die Gastgeber danach mit mehr Mut nach vorne, Schallert plötzlich gefährlich im Strafraum, der Torjäger zog ab, knallte das Leder aber klar drüber. Gefährlicher blieben weiter die Gäste, nach diesem Fehler in der Abwehr hatte Kana freie Bahn, zog ab, der Ball klatschte aber vom Pfosten ab. Glück also für die Hausherren. Der Fixaufsteiger spielte weiter wie aus einem Guss. Der FC Höchst kombinierte sich quasi nach Belieben durch die Abwehr der Walgauer, erneut der starke Kana mit der Flanke, Nenning per Kopf, aber Koba hielt glänzend. Und wer die Dinge vorne nicht macht, der bekommt sie hinten. Die alte Fußballerweisheit galt auch in dieser Partie. Eller mit dem Ball in die Tiefe, Schallert deckte die Kugel perfekt ab und versenkte das Teil im Netz. Nach 41 Minuten stand es plötzlich 1:1. Dies war gleichzeitig der Pausenstand. Die Halbzeit wurde für eine Verabschiedung genutzt. Holger Schadl verlässt den FC Nenzing und wurde für seinen jahrelangen Einsatz als 1B, Future Team und Nachwuchstrainer geehrt. Dann ging es aber wieder ans Eingemachte und im zweiten Abschnitt zunächst die Gastgeber mit dem besseren Start. Schallert mit der guten Körpertäuschung, Rocky knallte das Ding dann aber an den Pfosten. Es blieb beim 1:1, nun aber die Höchste mit der nächsten Chance. Flanke Kana, Karasanovic mit der Direktabnahme, Koba drehte die Kugel aber mit einem sensationellen Reflex über die Latte. Der Meister wollte nun aber mehr, verschärfte erneut das Tempo und wurde dafür belohnt. Lippburger mit der Flanke, Kara Hasanovic legte ab, Nenning ist da und schon führte der FC Höchst mit 2:1. Gespielt waren 79 Minuten. Noch hatte die Allgäu Elf aber nicht genug, die Unterländer erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. Eine davon hatte Plankensteiner, Koba parierte aber erneut glänzend. Nur Sekunden später erneut Lippburger mit der Flanke, Nenning stieg am höchsten und schon zappelte der Ball wieder im Netz. Der FC Höchst führte in Nenzing 3:1. Dies war gleichzeitig der Endstand und der Beginn der großen Party, denn die Höchster bekamen nach Spielende den Meisterpokal für die Vorarlbergliga überreicht und vertreten das Lände in der kommenden Saison in der Regionalliga West. Das ist schlussendlich eine klare Sache gewesen. Für die Höchster. Es hat sich gezeigt, dass sie am Schluss meisterlich auftreten sind und würdig Meister geworden sind. Jetzt ist Ihr Sohn auch beim FC Nenzing aktiv als Kapitän. Ist das ein Mitgrund, dass Sie den FC Nenzing in dieser Form so großartig unterstützen? Das ist ein familiärer Mitgrund natürlich. Aber ansonsten wäre es auch eine Unterstützung, die in ähnlicher Höhe vonstatten gehen wird.
Ja, glücklich nicht, aber man hat jetzt gesagt, dass Höchst einfach eine gute Mannschaft ist. Noch einmal Gratulation zum Meistertitel, sie haben es verdient und haben auch heute gesagt, warum sie Meister geworden sind. Jetzt ist die abgelaufene Saison in der Vorarlberg-Liga so ausgeglichen gewesen wie selten zuvor. Ist man mit dem Ergebnis vom FC Nenzing am Ende zufrieden, dass man sich in der Vorarlberg-Liga dementsprechend platzieren konnte? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, an wieviel der Platz, dass wir sind. Das Ziel wäre einfach gesehen, ich sage jetzt zwischen 3 und 7, sage ich jetzt einmal so. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht erreicht. Aber es ist eigentlich schade, wir haben zum Beispiel, wenn jetzt Viktorien absteigt, haben wir gegen die 2 Absteiger einen einzigen Punkt geholt. Und das ist eigentlich schade, weil da sagt man, was möglich wäre, gegen die Vorderer spielen wir gut. Dann ist es leichter, sage ich jetzt einmal so. Und gegen die Absteiger bringen wir es einfach nicht auf 3er, dass wir die Punkte fahren. Sonst wäre meiner Meinung nach viel mehr möglich gewesen. Wir haben das ganze Jahr auf dieses Ziel hingearbeitet. Und wenn es am Schluss der Saison dann aufgeht, dann umso glücklicher ist man. Hand aufs Herz, haben Sie die ganze Saison daran geglaubt? Ja, so eine Saison geht sehr lange und es kommen viele Sachen dazu. Um Meister zu werden, muss alles passen. Und bei uns hat schlussendlich auch jetzt in der Rückrunde alles gepasst. Und darum glaube ich auch, dass wir verdient Meister sind. Der Meister aus Höchst gewinnt also auch die letzte Partie der Saison gegen Nenzing auswärts 3:1. Aus der Vorarlbergliga gibt es in dieser Woche noch eine zweite Partie und zwar aus Fußach. Dort traf der SC Fußach auf Rot-Weiß Rankweil. Sechsundzwanzigster und somit letzter Spieltag in der Vorarlbergliga. Der SC Fußach empfing den FC Rot-Weiß Rankweil und die Heimmannschaft kam in der 7. Minute das erste Mal gefährlich vors Tor. Langer Ball in den Strafraum, der Stürmer kommt aber nicht an das Leder. In der 11. Minute dann ein Freistoß für die Gäste aus Rankweil. Der Schuss an der Mauer vorbei und Fabian Koch hält den Fuß hin. Das Leder zappelt im Netz und es steht 0:1 für den FC Rot-Weiß Rankweil. Die Fußacher wollten das letzte Heimspiel natürlich nicht abgeben und drückten aufs Gas. Eine schöne Aktion auf der linken Seite, der Abschluss aber zu ungefährlich. Wir blicken in die 29. Minute. Özürek auf der linken Seite. Über 2 Stationen landet der Ball wieder bei dem Fußacher. Der Schuss dann aber doch klar über dem Kasten. Dann wieder Fabian Koch für die Rankweiler. Er sieht auf, entscheidet sich aber für den Alleingang. Ein guter Schuss aus der Distanz. Der Ball landet aber am Außenpfosten und es bleibt beim 0:1. Nur 3 Minuten später war es wieder Fabian Koch, der gefährlich vors Tor kam. Eine schöne Auflage und der Heber. Der Ball segelt aber auch übers Tor und es blieb zur Halbzeit bei der 0:1-Führung für die Gäste aus Rankweil. Die zweite Halbzeit begann dann gleich einmal mit einer Riesenchance aufs 0:2 für Rankweil. Zuerst der Schuss, Fußach-Goalie Schandl pariert und Koch knallt den Ball dann im Nachschuss übers Tor. In der 55. Minute wieder die Gäste. Der Ball findet zwar den Weg ins Tor, der Schiedsrichter entscheidet aber auf Abseits und es bleibt beim 0:1. Dann aber wieder die Fußacher, Freistoß von links, der Kopfball eines Ranklers wird dann für Goalie Preuß gefährlich. Er wehrt kurz ab, der Nachschuss von Grabherr dann aber ebenfalls pariert. Nichts wurde es aus der guten Chance. 69. Spielminute, die Heimmannschaft am Ball. Eine schöne Kombination im Mittelfeld, der Ball landet bei Sahin und der macht alles richtig. Ein schönes Tor zum 1:1 Ausgleich für den SC Fußach. Nach dem Anstoß kamen die Rankler aber gleich zur Führungschance. Kurzes Passspiel im Strafraum der Fußacher, der Ball kommt wieder zu Koch, der setzt das Leder aber neben den Kasten. Die Fußacher dann kurz darauf wieder mit einem Freistoß. Sahin mit dem Kopfball und es heißt 2:1 für die Heimmannschaft aus Fußach. Der Jubel war groß.
75. Minute, wieder ein Freistoß für die Blauen, gut angetragen, aber knapp daneben. Wir blicken noch in die Nachspielzeit, da kamen die Fußacher noch zur letzten Chance. Zwei Spieler fast alleine vor dem Tor, sie kommen aber nicht richtig an den Ball und es bleibt beim 2:1-Sieg der Fußacher gegen den FC Rot-Weiß Rankweil. Das Glück ist auf unserer Seite gestanden, das kann man heute absolut sagen. Wir haben das Spiel noch gedreht zwar, aber wir hätten auch 3:1 in Rückstand geraten können. Das ist nicht erfolgt und dann haben wir eigentlich dann auch glücklich das 2:1 dann geschossen. Ja, natürlich, es war das letzte Spiel in meiner Trainertätigkeit, ist natürlich was Besonderes und so trauriger bin ich ein bisschen, dass wir nicht gewonnen haben, weil ich glaube, vom Spielverlauf, von den Torschancen hätten wir das Spiel gewinnen können oder müssen. Wir waren leider auch kadermäßig sehr limitiert, wir haben nur überhaupt keine Ersatzspieler gehabt, weil etliche Verletzungen sind oder gesperrte Spieler und so waren wir natürlich auch personell am Limit, aber trotzdem hat sich die Mannschaft sehr gut präsentiert und bis zum Schluss gekämpft. Es wäre jedes Resultat möglich, aber ich glaube, von den Torschancen spielerisch, glaube ich, hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Ein Hauptfaktor ist, dass die Mannschaft schon seit 2-3 Jahren eigentlich immer nur kontinuierlich auf gewissen Positionen verstärkt wird. Das Auswahlverfahren ist ganz gezielt, dass die Spieler nicht nur sportlich, sondern auch vom Charakter und vom Finanziellen her in unseren Rahmen passen. Und das habe ich die letzten 3 Jahre sehr gut bewiesen, dass ich da ein sehr gutes Händchen dafür habe. Wir sind Firma KKS Nahrungsmitteltechnik GmbH und wir handeln mit Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Es ist so, wir verkaufen Maschinen hauptsächlich im Käsebereich. Die Maschinen verpacken und schneiden Käse. Es ist so, unsere Kunden sind Großkunden. Zum Beispiel bekannt wäre vielleicht Leute in der Gegend, jetzt auch Migros sind Kunden von uns oder dann auch Coop sind Kunden von uns. Dann aber natürlich arbeiten wir mit regionalen Unternehmen wie Vorarlberg Milch oder Rupp. Fußach gewinnt also gegen Rankweil im letzten Saisonspiel 2:1. Die Abschlusstabelle der Freibergliga für die Saison 2012-2013. Höchst also Meister nach 26 Spielen mit 54 Punkten. Auf Platz 6 Fußach mit 40 Zählern, auf Rang 10 Nenzing mit 34 Zählern und auf Platz 11 Rot-Weiß Rankweil mit 32 Punkten. Bei uns geht es weiter und zwar in der Landesliga. Auch dort wurde der letzte Spieltag absolviert. VfB Hohenems traf dabei auf den FC Meder. Abschluss in der Landesliga. Der VfB Hohenems empfing im Herrnriedstadion den FC Meder. Es ging zwar um nichts mehr, trotzdem wollten natürlich beide Teams zum Schluss nochmals gewinnen. In der 19. Minute kamen die Hohenemser zur ersten Chance, ein Weitschuss knapp vom 16er, der Ball aber klar über dem Kasten. Nur eine Minute später dann die Gäste gefährlich, hoher Ball in den Strafraum, der Kopfball gut, aber ebenfalls knapp drüber. In der 21. Minute jubelten die Hohenemser dann bereits, der Ball im Tor, der Unparteiische entscheidet aber auf Abseits und es bleibt beim 0:0. Dies sollte sich aber gleich ändern, die Gäste aus Meder im Angriff, ein Traumpass auf Olcum und der locht sicher ein zur 0:1 Führung für die Gäste aus Meder. Die Emser drückten aber gleich mit dem Anstoß auf den Ausgleich, es folgt der lange Ball, ein Fehler in der Abwehr und Kapitän Klammer mit dem Heber, keine Chance für den Goalie, 1:1 gleich darauf, Ausgleich für die Blau-Gelben. Wir gehen in die 30. Minute, Freistoß für Meder, der Ball segelt gefährlich in den Strafraum und wieder ein guter Kopfball, die Querlatte rettet die Hohenemser vor dem Rückstand. Es ging weiter Schlag auf Schlag, die Heimmannschaft dann wieder am Zug, ein guter Schuss vom 16er, das Leder zappelt aber nur im Außennetz. Kapitän Klammer kam dann nach einem traumhaften Pass zur nächsten Riesenchance, Meder-Goalie Idrizoski aber zur Stelle, weiterhin 1:1. Der Schlussmann der Gäste musste sich kurz darauf nochmals beweisen, zuerst ein Schuss gut pariert und auch den zweiten Anlauf der Hohenemser machte er zunichte. Kurz vor der Pause kam der FC Meder noch zu einer Möglichkeit. Olcum setzt sich ausgezeichnet durch und schiebt das Leder zwischen den Beinen des Torhüters ins Netz. Es ging mit einer 1:2 Führung für die Gäste in die Pause. In der zweiten Halbzeit jubelten die Hohenemser wieder, der Ball im Tor, aber wieder galt es nicht. Wieder Abseitsentscheidung des Schiedsrichters.
Dann die Gäste aus Meda, schöne Flanke und eine schöne Einlage von Selçuk Olcum. Der Angriff brachte aber nichts ein. Ab der 69. Minute drückten dann die Hohenemser aufs Gas. Sprint auf der rechten Seite, der Pass zur Mitte und Klammer zirkelt den Ball ins Netz. Der Ausgleich für die Hohenemser zum 2:2. Der Torschütze trat dann gut 10 Minuten später zu einem Freistoß am 16 an. Perfekt ausgeführt, ein Traumtor zur 3:2-Führung für die Heimmannschaft. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein, die Hohenemser in Torlaune. 2 Minuten später kommt der Ball zur Mitte, Yildirim steht goldrichtig und locht ein zum 4:2 für Hohenems. Den Schlusspunkt setzte dann Marco Feuerstein, ein schnell abgespielter Freistoß und das 5:2, somit also ein schöner Saisonabschluss für den VfB Hohenems mit dem klaren Sieg gegen den FC Meda. Eigentlich wäre mir viel lieber gewesen, dass wir aufgestiegen wären. Torschützenkönig ist jetzt nicht so, mit Sieg sie eigentlich gar nicht. Aber ja, jetzt für mich persönlich ist es ein guter persönlicher Abschluss. Aber dennoch bin ich doch ein bisschen traurig, dass wir nicht aufgestiegen sind am Ende. Aber also ein Hattrick im letzten Spiel ist schon was Besonderes, oder? Ja, natürlich, das schon. Natürlich wollten wir, auch wenn wir gewissen, dass wir nicht aufsteigen, den Zuschauern noch 3 Punkte schenken und einer danke, dass sie immer gekommen sind und uns unterstützen. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass wir, dass sie 3 Tore geschossen haben und die ganze Mannschaft eigentlich auch 5 Tore. Und das war eigentlich, da haben wir noch Moral gesagt am Ende, da bin ich stolz drauf. Ja, ich glaube, es war ein super Spiel von uns. Hat Spaß gemacht heute zum Zuschauer. Ich muss meiner Mannschaft gratulieren. Wir haben einen Rückstand noch gedreht, obwohl wir eigentlich mit dem letzten Aufgebot jetzt heute am Platz gestanden sind. Ich kann nur ein Kompliment der Mannschaft machen. Hat Spaß gemacht. Was ziehen Sie von der Saison für ein Resümee? Die Saison ist für uns eigentlich im Großen und Ganzen nicht schlecht gelaufen. Mit dem großen Ziel Aufstieg hat es leider nicht geklappt, aber mit dem Fußball selber, die Ansicht, was wir gespielt haben, kann man gut zufrieden sein. Also ich bin eigentlich mit der Saisonleistung von der Mannschaft zufrieden, mit der Weiterentwicklung zufrieden. Wir müssen nächstes Jahr wieder angreifen und es wird immer weitergehen. Und schauen wir, dass wir es vielleicht nächstes Jahr da packen. Unser Saisonziel war der Aufstieg heuer. Der Herbst hat eigentlich super gepasst. Im Frühjahr haben wir eigentlich auch unsere Punkte gemacht, aber 2 andere Mannschaften waren halt stärker. Da muss man gratulieren, haben tollen Fußball gespielt, die Admira und Lauterach, und sind jetzt sicher nicht unverdient aufgestiegen. Unsere Mannschaft hat trotzdem, denke ich, eine gute Saison gespielt. Wir haben ja eine sehr junge Mannschaft mit noch viel Potenzial auch für die Zukunft, kann sich weiterentwickeln. Die Jungs bleiben größtenteils zusammen und wir freuen uns eigentlich schon wieder auf die nächste Saison, versuchen eine tolle Mannschaft wieder zusammenzustellen und greifen wieder an. Wir haben jetzt noch nächstes Wochenende das Jubiläumsfest zum 90-jährigen Vereinsbestehen. Da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Freitag, Samstag haben wir Programm. Freitagabend ein Spiel gegen die Profis vom SC Rheindorf Altach. Anschließend wird Herr Dieter Ecker noch DJ machen und tolle Partymusik auflegen. Und am Samstag findet ein Ortsvereine-Turnier statt und am Abend dann auch Live-Musik mit Bruce und das neue VfB-Lied wird präsentiert. Da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drauf. Hohenems gewinnt also das letzte Saisonspiel klar 5:2 gegen Meda. Die Abschlusstabelle der Landesliga. Meister darf sich der FC Lautrach nennen, und zwar nach 26 Spieltagen mit 61 Punkten. Ebenfalls aufgestiegen in die Fallbergliga ist die Admira aus Dornbirn. Auf Platz 3 dann der VfB Hohenems mit 54 Punkten und auf Rang 7 der FC Meda mit 35 Zählern. Das war's von der Lende TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. Bei uns gibt's jetzt eine kurze Sommerpause. Ab der kommenden Saison sind wir dann wieder für Sie mit dabei. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, dem Wochenmagazin. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch Ländle TV, der Tag. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie's gut. Tschüss.